Also ich möchte ganz kurz am Anfang sagen, mein Thema hat sich geändert. Das heißt jetzt Sucht nach dem Leben. Sucht. Artikel die. Substantiv. Feminin. Definition. Abhängigkeit von einem bestimmten Genuss oder Rauschmittel oder ähnlichem. Übersteigendes Verlangen nach etwas, einem bestimmten Tun. Synonym. Abhängigkeit. Hörigkeit. Laster. Schwäche. Und zahlreiche weitere. Das sagt der Duden zu dem Begriff Sucht. Sehr geehrte Jury, liebes Publikum, ich hätte gerne, dass jetzt erst einmal jeder kurz für sich an den Begriff denkt, dem als erstes in den Sinn kommt, wenn ich das Wort Sucht sage. Alkohol, Drogen, Essen, vielleicht spezifischer ausgedrückt Schokolade. Nun ja, so gut wie jeder von uns hat ein Laster. Sucht muss aber nicht immer schlecht sein, das Leben beherrschen und einen für Mitmenschen unausstehbar machen. Sie kann auch einfach der kleine Ausgleich abends sein, den man braucht, um Energie und Kraft den nächsten Tag zu schaffen. Wobei hier die Schnur, auf der man balanciert, zwischen Genuss und Sucht, Verlangen und Brauchen, zugegebenermaßen extrem dünn ist. Jeder von uns hat ein Laster. Die einen gehen sehr bewusst damit um und gestehen es sich ein. Andere wiederum ist ihre Abhängigkeit selbst oft gar nicht bewusst. Mein kleines Laster umfasst mehrere Staffeln. Jeder davon hat 20 bis 25 Folgen und nennt sich Pretty Little Liars, Vampire Diaries oder auch The Originals. Wirklich empfehlenswert, nur am Rande erwähnt. Das variiert je nach Lebenssituation, Gefühlslage und Wetter. Zugegebenermaßen, überwiegend von den ersten beiden genannten Punkten ziehe ich auch noch weitere in Erwägung. Würde ich allerdings anfangen, diese auch aufzuzählen, würden wir wahrscheinlich in eine Diskussion darüber verfallen, welche in den verschiedensten Lebenslagen und Situationen hilfreich ablenkend Zeitvertreiben sind oder eben auch nicht. Serien, die heutzutage produziert werden, sind da aber auch verdammt fesselnd. Problem beim Verfolgen im Fernsehen, Werbung immer zu den ungünstigsten und spannendsten Momenten. Erfahrungsgemäß ist es also von Vorteil, sich Serien online anzusehen. Dabei muss man allerdings bedenken, dass die Sucht sich je nach Mensch etwas bis wesentlich stärker ausprägt. Doch ab wann spricht man nun wirklich von Sucht? Und bis wohin handelt es sich lediglich um eine Vorliebe oder gar ein Hobby? Weil wie oft werde ich doch von meinen Freunden, die unter anderem auch im Publikum sitzen, nicht als Serienjunkie bezeichnet. Ich würde den Unterschied folgendermaßen definieren. Man spricht noch nicht von Sucht, wenn die jeweilige Tätigkeit jederzeit unterbrochen werden kann, ohne Hilfe hinzuziehen zu müssen. Sobald das aber nicht mehr gegeben ist, sobald man wesentlich weniger Kontakt zur Außenwelt hat, man immer öfter Freunden absagt, nur um zu Hause auf der Couch zu liegen, dann wird es problematisch. Unter einer derartigen Abhängigkeit leiden nicht nur soziale Kontakte, sondern auch oft die Leistungen, die nicht mehr wie erwartet erbracht werden können. Wenn man in der zweiten Schulstunde schon zu zittern beginnt und sich auf die Zigarette in der großen Pause freut, tut das der Konzentration definitiv einen Abbruch. Mit genügend Willenskraft und einem starken Durchhaltevermögen kann man aber fast von allem loskommen. Okay, dieser Satz war jetzt ziemlich relativ, denn es hängt schon stark davon ab, von welchem Stoff man abhängig ist. Kaum ein Drogenjunkie wird in der Lage sein, aus eigener Kraft zu seinem Rauschmittel loszukommen. Da es bei diesen Menschen meist nicht mehr um die Einstellung, sondern schon um ein körperliches Verlangen geht. In diesen Fällen kann wohl nur noch professionelle Hilfe helfen. Doch jetzt zurück zu meinem Laster, zu meinem kleinen Problem. Serie. Artikel die. Substantiv. Feminin. Definition. Inhaltlich thematisch zusammengehörende Folge von Sendungen. Junkie. Artikel der. Substantiv maskulin. Definition in fortgeschrittenem Stadium drogenabhängige Person. Kombiniert bedeuten diese beiden Worte etwas, was man im Wörterbuch nicht findet.
und zwar das beinahe penetrante Verfolgen einer Sendung. Denn wenn man einmal beginnt, eine Serie, wie beispielsweise Grey's Anatomy, zu schauen, kommt man von Minute zu Minute schwerer davon los. Die Produzenten haben Ahnung von ihrem Fach und wissen genau, wie sie jede einzelne Szene inszenieren müssen, um die Zuschauer zu fesseln. Ja, natürlich ist es den meisten Leuten klar, dass die Darstellung nicht viel mit der Realität zu tun hat. Zumindest ist es mir durchaus bewusst. Doch manchmal tut es unglaublich gut, sich in diese heile Realität zu fliehen. Damit, mit heile, meine ich nicht, dass die Figuren ein einwandfreies Leben führen und ihnen nie etwas Schlimmes passiert. Nein, ich meine vielmehr, dass in Serien irgendwie immer alles schlussendlich Sinn macht. In unserer realen Welt fehlt das oft, dieses Happy End, wo alle die Situation akzeptieren, gemeinsam weinen und am nächsten Tag weitermachen, als sei nie etwas geschehen. Das ist auch nicht möglich, denn wir sind nun mal keine Schauspieler und von unserem Leben gibt es auch kein Drehbuch. Wir sind alle Menschen mit freiem Willen und eigener Meinung. Jeder von uns hat ein Laster. Sei es das Rauchen, fanatisches Sporttreiben oder wie bei mir das Verfolgen von Serien. Das sind Süchte, welche uns bewusst sind, die oft auch ins Negative übergehen können. An dieser Stelle möchte ich aber noch sagen, dass wir Menschen alle von Dingen abhängig sind, mehr Dingen abhängig sind, als wir es glauben zu sein. Und zwar alle von den gleichen Dingen. Denn ohne Sauerstoff würde keiner von uns weit kommen. Und ohne das Sonnenlicht würde es uns allen auf Dauer schlecht gehen und irgendwann würde unser Körper versagen. Wir sind zwar als Individuum frei, aber trotzdem immer an unser Umfeld gebunden. Wir sind nicht unbedingt Junkies bezogen auf Drogen, aber wir sind alle süchtig vom Leben. Danke.